morgens aufstehe. Ich werde ja meistens geweckt. Also ich höre ja morgens immer trippel, trappel, trippel, trappel über den Teppich und dann scheint mich ein kleines Gesicht an und sagt Guten Morgen. Menschen hier sind, man sagt immer, der Norddeutsche sei relativ verschlossen. Ich weiß nicht, ich empfinde ihn nicht als verschlossen, ich empfinde ihn als eigentlich relativ offen, freundlich. Nimmt einen schnell auf, wenn ich zum Beispiel am Anfang mit meiner Karte, also im Stadtplan, auf der Straße stand. Ich stand nicht 5 Sekunden, da kann mir jemand gar nicht ihnen helfen. Ich habe die Leute hier als sehr willkommend erlebt. Also im Grunde genommen müssen unsere Kinder uns sehr dankbar sein für diesen tollen Schulweg, den sie haben. Also ich glaube, idyllischer kann man zur Schule nicht kommen. In jeder größeren Stadt gibt es einen Ort, wo sich Jung und Alt wohlfühlen. Und das war uns halt wichtig. Und es war schon sehr aufregend, ja, ob man das hinbekommt überhaupt. Ja, und die Gäste haben gesagt, der Platz ist jetzt ein Platz geworden. Also vorher war es einfach eine Durchgangsstraße. Die Leute sind schnell mit dem Fahrrad in die Stadt reingefahren. Und dadurch, dass wir jetzt die Außenplätze haben, hat der Platz ein Gesicht bekommen und hat plötzlich ein ganz anderes Feeling. What is really interesting, I find, is that in a company it's really international. Like you meet so many people from different backgrounds, and yeah, this I really enjoy from my work. It's really luxury that not so many people can do this, and like my dream or my hobby became my job, and this is really thankful. Theater ist natürlich grundsätzlich mal, auch als derjenige, der am Abend als Zuschauer da reingeht, finde ich, und das ist für mich immer noch so geblieben, ist das immer eine große Aufregung. Es hat immer was, Gott sei Dank, Magisches und was Zauberhaftes, weil es einfach mit lebendigen Menschen stattfindet und man weiß auch als derjenige, der sich reinsetzt, das findet heute in dem Moment statt. Das ist auch nochmal ganz anders als im Kino oder im Film. Wo man weiß, da kann jetzt eigentlich, wenn ich da zuschaue, gar nicht viel passieren. Aber im Theater ist immer alles noch in dem Moment möglich. Das ist das Wunderbare. Und dadurch hat man die Chance, dass ganz magische Momente entstehen können, wo man weiß, okay, das haben jetzt nur wir hier alle was? Das haben jetzt nur wir hier in dem Moment miterlebt. Und das ist was ganz Wunderbares, was das Theater kann. Schnippel, mein Spitzname, wo habe ich ihn gekriegt, weshalb? Na, vielleicht, weil ich die Bälle anschneiden konnte, zwar nur mit dem rechten Fuß, aber links und rechts. Und da ist ganz einfach der Name Spitzname Schnippel entstanden. Er hat sich sein Leben lang bemüht, immer geradeaus zu schießen. Genau, ist nicht gelungen. Die Banane in Hamburg. Ja. Bei mir war viel Dankbarkeit, Demut dabei nach meiner Lebensgeschichte. Es war ein ganz besonderer Augenblick für mich in meinem Leben. Ja, da muss man normal, braucht man da erstmal ein paar Minuten, ne, um sich zu finden. Aber da waren die Menschen dann gleich da, die kamen ja alle rein. Früher hatten wir ja keine Barriere. Die kamen gleich alle aufs Spielfeld, haben uns umarmt. Ach, war das schön, ne? Ja. Wir hatten ja gar keine Chance, mit der Salatschüssel einmal eine Runde zu drehen. Der Platz war voll.
Also das Beste an Braunschweig ist für mich, dass einfach die Stadt und die Region extrem viel zu bieten haben. Im wirtschaftlichen, aber auch im persönlichen Bereich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch in der Region uns engagieren, dass die Mitarbeiter merken, sie fühlen sich hier wohl, wir fühlen uns wohl. Und sie können hier nicht nur eine gute Arbeit erleben, sondern sie kommen auch in ein gutes privates Umfeld. Und beides bietet Braunschweig. Ist für mich so ein bisschen wie eine kleine Schweiz, wie eine kleine Flucht. Also wenn mir hier alles mal zu flach wird, dann gehe ich in den Harz, weil im Harz weiß ich, wie das Aussicht ist. Wenn man immer nur den Horizont vor sich sieht, weiß man gar nicht, was Aussicht ist. Was das heißt, sich selber eine Aussicht zu erarbeiten. Und das ist der Harz für mich so ein Stück weit. Eine Insel, auf die ich einfach so raufsteigen kann, wenn es irgendwie nötig wird. Also sollte ich einen Song über Braunschweig schreiben, dann würde ich, glaube ich, so, ich fand die Stadt immer so, dass wenn man so von außen so reinkommt und alle so, die von außen so gucken, die finden das immer so hässlich so, ne? Und das geht aber ganz, ganz vielen Städten so. Ich glaube aber, dass Braunschweig irgendwie so einen guten Kern hat und ein gutes Herz und dass man auch gute Sachen hier machen kann, sei es kulturell oder im Nachtleben. Weizen, ne? Und ich würde da sowas umschreiben, dass je dichter man so dem Kern kommt, desto schöner und ehrlicher wird es dann auch. Darüber würde ich, glaube ich, so schreiben. Das nächste Lied heißt Augen schließen, ist von dem Album Taxi. Ey, Braunschweig, ich hab so Bock, Mann. Los, komm! So viele Sorgen.